Einen wunderschönen guten Tag. Das hatten wir ja schon mal geübt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin in der glücklichen Lage, unseren persönlichen Bankberater gleich ankündigen zu dürfen. Wie wir mittlerweile festgestellt haben, ist er der Vorstand der Bank. Ja, GLS, das macht Sinn. GCN macht Geld Sinn. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wofür brauchen wir in Zukunft Banken? Das ist fast doppeldeutig, oder? Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr froh darüber, dass er da ist. Freuen Sie sich mit mir auf Andreas Neukirch. Ja, Herr Aslan, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Einmal, weil ich es wirklich lobenswert finde, mit welchem Engagement eine solche umfangreiche und mit vielen Perspektiven ausgestattete Veranstaltung auf die Beine gestellt wird. Aber auch aus dem aktuellen Anlass, weil es gar nicht so leicht ist, hier hinzukommen, wenn die Bundesbahn oder andere Verkehrsmittel derzeit Aussetzer haben. Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich möchte ganz gerne mit der Frage, die der Vortrag vorangestellt hat, gleich starten. In den Präsentationen, die ich mitbringe, starte ich allerdings themenunabhängig immer erstmal mit diesem Bild. Dieses Bild soll Ihnen als meinen Zuhörern ein ganz klein bisschen vermitteln, wo ich herkomme. Die GLS Gemeinschaftsbank in Bochum ist eine Genossenschaftsbank und hat insofern auch einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, wo in dem Sinne der demokratischen Prinzipien in einem Unternehmen darüber entschieden wird, was denn eigentlich die Genossenschaft als Hauptziele verfolgen soll. Und wenn wir dann unsere wichtigen Arbeiten und Regularien geschafft haben, dann sieht das mittags bei uns im Garten in der Bank so aus. Wir unterhalten uns weiter und machen sowas Ähnliches wie Sie jetzt hier auch, sich austauschen über die Themen und Perspektiven. Ja, nun zur Sache. Ich möchte ganz gerne die Frage stellen, wofür wir in Zukunft noch Banken brauchen. Und eigentlich liegt vor dieser Frage mehr eine Bestandsaufnahme, wozu denn Banken heute da sind. Und bei dem Vortrag, den wir eben gehört haben von Professor Huber, war ja schon mal so ganz am Rande eben bei den letzten Fragen, habe ich es mitbekommen, so ein bisschen die Polarisierung auch nochmal aufgezeigt zwischen der Frage eines Bankings, also wie viel institutionelle Gegebenheiten hat man eigentlich rund um das Geld und auf der anderen Seite das Geld viel stärker mit staatlicher Intention wirken zu lassen als einen anderen Punkt. Ich beschäftige mich jetzt hier eigentlich mehr mit der Frage, was finden wir heute für Institutionen vor, welchen Zweck sollten sie verfolgen, können sie verfolgen und was müsste sich daran möglicherweise ändern, um in Zukunft überhaupt Berechtigung zu behalten. Und um ein Beispiel Ihnen zu nennen, welchen Zweck eine Bank erfüllen könnte, hoffe ich, dass das Video, was jetzt hier kommen soll, abspielbar ist. Da war eben so ein netter Herr von der Technik, der sagt, das läuft alles. Vielleicht noch nicht. Julia braucht einen Kredit für ein neues Notebook. Das sind Tina, Paul und Marc. Sie wollen Geld anlegen. Tina, Paul und Marc ermöglichen Julia den Kredit für ihr neues Notebook und bekommen dafür noch eine gute Rendite. Profitieren Sie von der neuen Geldanlage mit privaten Krediten auf. Also ich habe das jetzt ein bisschen abgeschnitten und abgekürzt. Sie haben da vielleicht in der Schnelle dieses Auszugs gemerkt, um eine Bank ging es da nicht. Aber um so etwas Ähnliches, was Banken machen. Es gibt Geldgeber, Geldnehmer und Zwecke, für die man das Geld ausgibt. Und ich möchte jetzt durch das, was wir heute als Bankenlandschaft vorfinden, ein bisschen durchgehen unter ganz verschiedenen Fragestellungen, weil ich glaube, so auch der Tenor der vielen Veranstaltungen, die Sie hier erleben können in dieser Woche, dass es wichtig ist, verschiedene Perspektiven zu beleuchten
und sich dem Thema eben nicht nur so zu stellen, dass man sagt, die Banken haben wohl irgendwas vor die Wand gefahren, sondern ganz offensichtlich gibt es erstens ganz verschiedene Banken, Bankentypen, ganz offensichtlich gibt es ganz verschiedene Interessen rund um Banken und es gibt eben auch ganz unterschiedliche Ansätze, welche Logistik wir heute erwarten, was von Banken erwartet wird und last but not least, und das ist das Ziel meiner Ausführung, ein paar Gedanken dazu, was könnte denn ein geeigneter Zweck für Banken in Zukunft sein. Und bei jeder dieser Fragestellungen stoßen wir dann auf Überlegungen, je nachdem, welcher Zweck vorherrscht, je nachdem, was ich mit einer Bank für Intentionen verbinde, kann das alles ganz unterschiedlich aussehen und die geeignete Bankform kann auch eine ganz unterschiedliche sein. Das werden Sie gleich an den Fällen sehen. Und wir brauchen nur die heiße Diskussion in der Frühphase der sogenannten Finanzkrise uns anschauen, 2007, 2008. Da war diese Frage danach, was erwarten wir von den Banken, eine unglaublich reduzierte Frage, nämlich reduziert darauf, dass wir die Einleger uns angesehen haben, also die Menschen, die bei Banken Geld einlegen haben, und dass die mit möglichst viel Sicherheit zu schützen sind. Alle anderen Gesichtspunkte haben für einen Moment überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Das kann man jetzt für richtig halten oder für falsch halten. Auf jeden Fall gibt es seitdem eine dermaßen Reduzierung auf die Frage, was muss eine Bank leisten, dass eben dann die daraus folgenden politischen und gesellschaftlichen Rückschlüsse eben auch manche Irrung und Wirrung durchleben. Es sind eben auf der einen Seite die Einleger und auf der anderen Seite die Notwendigkeit, Finanzierung zu betreiben für Initiativen, Menschen und Unternehmen, die investieren wollen. Und damit fängt es schon an. Ich gehe mal zu der ersten Frage und schaue mir an, welche Banktypen haben wir denn eigentlich zurzeit so vor uns. Die Bilder sind natürlich nur ein bisschen symbolisch. Also natürlich gibt es die Banken, die sich von den Börsen treiben lassen. Und natürlich gibt es die Banken, die unglaublich groß sind und so groß sind, dass sie nicht mal umfallen dürfen. Aber ich gehe mal in zwei, drei Schritten durch diese Frage, welchen Typ von Bank haben wir eigentlich im Auge, wenn wir an eine Neugestaltung und Weiterentwicklung im Bankensektor denken. Die politisch prominenteste Diskussion ist die Diskussion des Systems um die Trennbanken oder andersrum gesprochen, haben wir eigentlich die Universalbank als die geeignete Form, oder müssen dann die Investmentbankinghäuser dann abgetrennt werden und solche Gesichtspunkte. Das ist sicherlich die prominenteste Diskussion. Eine andere bezieht sich auf die Frage groß und klein. Und jedes Mal wird suggeriert, dass mit diesen Alternativen ganz bestimmte Lösungen geradezu sich selbstverständlich ergeben würden. Nehmen wir mal das Trennbanksystem, wo unterschieden werden soll zwischen einer im Grunde auf die privaten Einlagen und die damit verbundene Kreditvergabe orientiertes Bankgeschäft und das Bankgeschäft, was rund um Investmentbanking laufen muss, zur Finanzierung großer internationaler Firmen und auch kleinerer Firmen. Wenn man diesen Unterschied nimmt, dann wird in diesem Modell damit argumentiert, aus einer Universalbank das Investmentbanking herauszunehmen, würde ja vor allen Dingen eine Abschottung der Risiken bewirken, würde die Einleger vor solchen Dingen schützen und um meinen Standpunkt gleich hier am Anfang darzulegen, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also einmal gibt es da gar keine empirische Belegung für. Das, was 2007, 2008 entstanden war als Finanzkrise, ist in dem System von Trennbanken USA entstanden und nicht woanders. Jetzt kann man sagen, naja, aber vielleicht ist das gar nicht relevant gewesen für die Ursache der Krise. Mag auch sein. Ich gehe so weit und sage, es ist nicht signifikant. Es ist nur eine Betrachtung, wie man Banken organisieren könnte und ich glaube, dass es nicht signifikant ist und insofern auch politisch nicht wirklich interessant, das mit großer Energie weiterzuverfolgen. Aber gehen wir dann gleich weiter in den nächsten Schritt und sagen, was ist es denn, geht es denn darum, dass wir immer kleine oder große Banken haben? Also brauchen wir grundsätzlich die kleinen Banken oder brauchen wir grundsätzlich die großen Banken? Dahinter steckt etwas, was in der öffentlichen Diskussion schon etwas seltener thematisiert wird, nämlich wie resilient, mit wie viel Abwehrkräften ist ein Banken- und Finanzsystem ausgestattet, wenn es entweder auf sehr wenige zentrale Entscheidungen abgestellt ist oder auf ziemlich viele unternehmerische Entscheidungen, die dezentral selbstständig fallen.
Dort kommt schon eine etwas interessantere Spannung in die Betrachtung rein. Also in welchem Kontext brauche ich die eine Methode der Entscheidungsfindung und in welchem Kontext brauche ich die andere? Aus meiner Sicht bedarf es für jede Größenordnung in unserer volkswirtschaftlichen Zusammenarbeit spezielle Bankentypen, weshalb ich glaube, dass es eine große Bedeutung hat, mit kleinen Banken zu arbeiten, die dezentral entscheiden und sich danach ausrichten, was in ihrem Umfeld gebraucht wird. Und genauso wird es große Banken geben müssen, die große Unternehmen weltweit begleiten bei ihren Aktivitäten rund um den Globus. Und es ist dann mehr eine Frage der Rahmenbedingungen, die sich die Gesetzgeber nicht nur national, sondern international zutrauen, wie sie dort die Risiken bei besonders großen Banken begrenzen. Aber wir haben bei der Frage nach Banktypen auch ganz andere Betrachtungen mittlerweile, nämlich zum Beispiel den Banktyp, dass wir nur noch virtuell unterwegs sind. Also dass wir eigentlich gar nicht mehr diese Frage nachstellen, ist das da was Großes im Hintergrund oder was Kleines? Das ist einfach eine Bank, die funktioniert für mich im Internet und was auch immer dahinter steckt, das beschäftigt mich gar nicht so sehr. Also auch diese Betrachtung könnte man sich an der Stelle vorstellen. Ich möchte das hier gar nicht so weit treiben und sagen, wir deklinieren die beiden Extreme durch, die große und die kleine. Ich möchte Ihnen nur klar machen, wenn man bei den Hauptstoßrichtungen der politischen Aktivitäten nach der Finanzkrise mal genauer hinschaut und sagt, wir müssen alles dafür tun, dass diese großen Banken uns nicht weiter bedrohen, dann ist in der politischen Realität das Gegenteil passiert. Tatsächlich sind in den USA beispielsweise mehr als 180 Banken vom Markt verschwunden, weil sie gerade klein genug waren, dass man sie pleite gehen lassen konnte oder verkaufen konnte an irgendwelche größeren. Rein rechnerisch hat sich das Ding hochakkumuliert. Das heißt, ob politisch gewollt, ob unterstützt, ob alimentiert oder irgendwie nicht beachtet, tatsächlich sind die Anzahl der Banken in allen Ländern kleiner geworden. Und dieses Kleinerwerden hat ja nicht dazu geführt, dass sich Banken aufgelöst haben. Da haben wir ja eben schon reichlich drüber gehört. Also das Geld, was die Banken verwalten, ist ja dann praktisch nicht weg. Sondern die damit verbliebenen Banken sind relativ größer geworden. Also faktisch haben wir seit 2007 eine Vergrößerung der Großen, bis auf einzelne Fälle, wo man sozusagen wirklich hart bereinigen musste, und die Kleinen sind weniger geworden. Hochinteressant, weil es zeigt auch etwas über politische Kultur und Diskussion. Das, was in einer Headline beschlossen wird, G20, G50 und wie diese Zirkel alle heißen, heißt dann lange nicht, dass es auch so ankommt. Ich kenne Fälle der Bankenaufsicht, zum Glück nicht in Deutschland, Fälle der Bankenaufsicht in England und in den USA, wo kleine Banken doch beredet wurden, sagen, schließt euch doch einer großen an, dann haben wir nicht mehr dieses viele Aufpassen und diese vielen Regularien bei euch, de facto wieder in die Richtung der Banken zu vergrößern. Und da bin ich allerdings der Meinung, da muss uns politisch etwas Intelligenteres einfallen, als diesem sozusagen geradezu gravitationsmäßigen Verfahren einfach nur nachzulaufen. Ich glaube aber auch, um da ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen, ein dezentrales System, für das ich zum Beispiel stehe in den Genossenschaftsbanken, das ist jetzt nicht die Lösung für jeden und für alle Zwecke, die wir weltweit mit Banken verbinden müssen. Das muss man schon auch klar dabei sein. Gehen wir mal in eine andere Blickrichtung. Dann stellt sich die Frage, von welchen Interessen sprechen wir denn im Zusammenhang mit Banken? Und da wird es nun endgültig so bunt, dass niemand wirklich überzeugt sagen kann, es sind die Banken und ist das eine Interesse. Das fängt schon damit an, dass wir sowohl bei großen als auch bei kleinen Banken ganz unterschiedliche Eigentümerstrukturen haben, also Banken, die als Aktiengesellschaft aufgestellt sind, Banken, die in kommunaler oder Länderträgerschaft aufgestellt sind, Banken, die als Genossenschaften aktiv sind und so weiter. Und jede ist mit einem anderen Antritt unterwegs, allein schon aus der Sicht der Eigentümer. Wenn man sich den Wettlauf vorstellt, zunächst mal der beiden dezentralen Systeme, Sparkassen und Genossenschaftsbanken hier in Deutschland, dann ist es ein Wettlauf um die Frage, wer hat denn sozusagen den besseren Impetus, also sind es die Kommunen, die vor ungefähr genauso langer Zeit, wie die Gründer von Genossenschaftsbanken gesagt haben, wir müssen einen Zugang zu Geld den breiten Bevölkerungsschichten organisieren oder
die Genossen, die gesagt haben, naja, das muss doch nicht eine Kommune für uns machen. Wir tun uns zusammen als Bürger und geben uns genauso eine Satzung. Also diejenigen, die Geld übrig haben, tragen das zur Bank als Anleger. Und diejenigen, die investieren müssen, die also zunächst einmal Mittel brauchen, die holen sich von dieser Bank dann eben die Kredite. Und so kommt dieser Ausgleich zustande. Also dafür gibt es so viele Eigentümermodelle, dass dann schon der nächste Blick, welche anderen Interessen könnten noch drumherum eine Rolle spielen, ziemlich verschleiert ist. Also beispielsweise die Interessen, die dann nicht auf der kommunalen Ebene sich niederschlagen, sondern vor allen Dingen ja, die Landesbanken über viele, viele Jahrzehnte beschäftigt haben, dass die Landesbanken irgendwann sowas wie Nebenhaushalte für die Landesregierung wurden. Ja, das ist einfach so passiert, was man in einem demokratisch beschlossenen Haushalt nicht unterbringt. Das versucht man so ein bisschen in der Budgetpolitik von Landesbanken zu organisieren und fühlt sich durchaus auf dem richtigen Weg, weil man es ja in einem öffentlichen Interesse tut. Leider in einem vollkommen unkontrollierten öffentlichen Interesse. Und wenn wir dann einmal ganz woanders hingucken, nämlich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Banken, dann gibt es auch da wieder ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Das eine sind Mitarbeiter, die sich eine Bank aussuchen, in der sie tatsächlich eine Tuchfühlung zu dem haben, was da die Intention ist. Und das andere sind Mitarbeiter, die irgendwo hingehen, weil es da Arbeit gibt und die sich so lange in einen Weg zum Beispiel des unsinnigen Bankings begeben, bis sie aus diesem Rädchen aussteigen wollen und sagen, ich suche jetzt nach Sinn in meinem Leben. Also da gibt es auch ein Riesenspektrum und das zeigt aber, dass wir bei der Frage, was muss eigentlich rund um die Reorganisation von Banken, die unbestritten notwendig ist, geschehen, überhaupt nicht eindimensional arbeiten können, sondern wir sollten uns für die verschiedenen Zwecke und die verschiedenen Aufgaben das richtig angucken. Und was das Bild oben rechts in der Ecke symbolisieren soll, das hat damit zu tun, wenn wir von den verschiedenen Interessen rund um Banken sprechen, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, handelt es sich um die Interessen von heute oder handelt es sich um die Interessen von morgen? Die Frage habe ich in der veröffentlichten Diskussion über Banken noch überhaupt nicht wirklich gehört. Ja? Also was kann eigentlich ein Unternehmen und dann in der speziellen Form der Bank mit seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung, was kann ein Unternehmen eigentlich tun, damit die Interessen von morgen auch aufmerksam wahrgenommen werden? Und spätestens dann hakt das völlig aus, weil das hat mit Begrifflichkeiten, die wir ansonsten rund um Banken kennen, überhaupt nichts zu tun. Da sie ja alle relativ internetaffin sind und vieles recherchieren können in den neuen Medien, empfehle ich Ihnen mal, auf die Schnelle zu gucken, was in § 1 des Kreditwesengesetzes steht, wo man die Begriffsbestimmung Bank versucht herzustellen. Da fallen Sie sozusagen von jedem Glauben ab. Also abgesehen davon, dass da nicht mal ein einziger Satz drin steht, was denn grundsätzlich eine Bank überhaupt erstmal leisten möge, also was ist der Charakter einer Bank, fing es auch in den frühen Zügen des KWDs damit an, dass da eine ziemlich lange Liste war, welche einzelnen Geschäfte eine Bank tut. Das ist abenteuerlich für einen so wesentlichen Sektor. Und ist in den Jahren und Jahrzehnten, die das KWD weiterentwickelt worden ist, aufgebläht worden mit immer mehr Einzeldarstellungen, mit immer mehr Fällen, die man irgendwie erwischen wollte. Und heute sprechen wir halt von Banken, von Finanzdienstleistern, von Finanzunternehmen, von Finanzagglomerationen und. Alle fallweise beschrieben, nichts grundsätzlich. Und das halten wir für die § 1 unseres Kreditwesengesetzes in Deutschland. Also so muss man mal auch auf die Sache drauf gucken. Und dann merkt man, Renovierungsbedarf gibt es sicherlich eine ganze Menge. Ich möchte meinen Blick auf eine andere Frage lenken, die in diesen Zeiten mindestens so wichtig ist, aber definitiv überhaupt keine Rolle mehr in der veröffentlichten Meinung spielt, zumindest wenn es um die Gestalt oder Gestaltung von Banken geht. Und das ist die gesamte Frage der Logistik. Wir sind es heute gewohnt, dass Bank in jedem Fall so funktioniert, wie wir es gerade brauchen. Also auf verschiedenen Wegen, also Direktbank, Telefon, Internet, besuchen, per Post noch, wer das gerne möchte. Das sind wir heute gewohnt und wir halten es quasi für ein Merkmal der Convenience, dass eine Bank so sein muss.
Jüngste Befragungen der Gesellschaft für Konsumforschung legen nahe, eine Bank ist dann erfolgreich, wenn sie das alles tut. Nicht die Direktbank alleine ist erfolgreich, nicht die kundennahe Beratungsbank, hier Filiale der Sparkasse in Köln. Nein, nicht diese Einzelbetrachtung. Wenn wir Konsumenten alles vorfinden, was man so machen könnte, spätabends per Online, irgendwie per Telefon, per Besuch, dann sind wir zufrieden und dann ist das die Logistik, die man von einer Bank für den Endkunden erwartet. Da fängt das natürlich langsam an, dass wir auch mal den Spiegel in die Hand nehmen sollten als Kunden von Banken. Was wird eigentlich wie honoriert? Warum entsteht eigentlich eine Logistik, die wir alle ausgesprochen gerne nutzen? Und warum glauben wir eigentlich, dass die nicht durch irgendetwas bezahlt wird? Wie meine Mutter so schön sagt, habt ihr doch alle von euren Zinsen bezahlt. Ja? Also klar, nicht? Von irgendetwas, was die Banken erwirtschaften, wird eben diese Logistik bezahlt. Und wichtig bei der Frage der Logistik ist, da bin ich fest der Ansicht, die werden wir nicht in irgendeiner Form zurückdrehen können oder sollen, überhaupt nicht. Aber es bedarf da auch wirklich großer und leistungsstarker Unternehmen, die sich weltweit vernetzen, die diese Logistik bereitstellen. Die Frage, die man stellen kann, und in Deutschland hat der Zug begonnen zu fahren, ist, ob das dann eine Bank sein muss. Also ob Gesichtspunkte, die man mit einer Bank verbindet, Geldversorgung, Kreditzugang und so weiter, ob die eigentlich mit diesen logistischen Merkmalen verbunden sein muss. Und da, glaube ich, wird ein ganz, ganz großer Teil der zukünftigen Entwicklung liegen. Das wird sich herausbilden, dass für diese Logistik, die wir gerne haben möchten, also den Komfort im Umgang mit Bankdienstleistungen, immer mehr Nichtbanken tätig werden, um das sicherzustellen. Also quasi eine Infrastruktur, auf der wir uns bewegen, aber wo zunächst mal nicht die Frage der Sicherheit im Umgang mit Geld eine Rolle spielt und schon gar nicht der Inhalt, was mit dem Geld passiert. Und ein Beispiel ist auch das aktuelle SEPA-Thema, das nun in diesem Jahr endgültig bei jedem Einzelnen von uns ankommt, weil wir ja irgendwann mal im Laufe des Jahres uns klar machen müssen, wie läuft das eigentlich, was die EU sich ausgedacht hat, um den Zahlungsverkehr auf der einen Seite zu harmonisieren in Europa, aber auf der anderen Seite ihn auch transparenter zu machen und die damit verbundenen Kosten verständlicher. Bevor wir bei verständlich und transparent sind, müssen wir offensichtlich noch eine ziemlich wuchtige Hausaufgabe stemmen und uns alle hier in Europa gleich machen, was die Frage des Umgangs mit Zahlungsverkehr betrifft. Also das deutet ein bisschen an, auch das ist eine Komponente, die wir heute selbstverständlich von allem erwarten, was sich in der Bankenlandschaft abspielt und es aber nicht problematisiert wird, wodurch es finanziert wird oder mit was wir es honoriert bekommen. Sie haben, so hoffe ich, an diesen drei Fragen schon gemerkt, wenn man sich die Landschaft anguckt, und ich bin ja jetzt ganz nah an der deutschen Bankenlandschaft geblieben, dann sehen wir, dass es ganz, ganz viele Gründe gibt, wofür es eine Bank geben könnte. Aber mir ist jetzt noch keiner über den Weg gelaufen, wo ich sage, das ist ein Grund, der in Zukunft wirklich ermöglicht oder den Banken die Berechtigung gibt, zu sagen, wir setzen fort, wir können in Zukunft Bank bleiben. Fast alles, was wir hier gesehen haben, kann in irgendwelchen Formen gelöst werden und ist noch nicht ohne weiteres die Erklärung dafür, wie Bank in Zukunft seine Berechtigung findet. Und deswegen möchte ich mich noch ein bisschen mehr mit dem Zweck des Bankgeschäftes, wie wir das bei der GLS Bank verstehen, beschäftigen. Sie sehen, Sie sehen noch nicht, Entschuldigung. Jetzt muss ich. Sie sehen hier auf der linken Seite das, was eben auch in dem Vortrag vorher schon immer wieder eine Rolle gespielt hat. Also wenn wir Banken verstehen als eine Maschine, aus der man irgendwie entstandene Überliquidität immer noch mit Rendite versieht, also Geld aus Geld versehen und das möglichst ohne, dass man sich weitere Gedanken machen muss, dann sind wir so auf diesem linken Trip und irgendwann fragt man sich, ist die Säule so groß, also wir können sie weder essen, wir können nicht mit dieser Säule irgendwie andere Dinge machen, das ist einfach erstmal nur Geld aus Geld. Wenn der Zweck einer Bank da bliebe, dann könnten wir wirklich endgültig den Laden zumachen und müssten uns in der Tat unmittelbar an den Gesetzgeber wenden und sagen, wer schreibt jetzt eigentlich mal vor, wie das laufen soll mit dem Umgang mit Geld.
Wir sind aber überzeugt, dass es ein Feld gibt, wo man sagt, da könnte die Wurzel auch eines neu entwickelten Bankgeschäftes liegen, und das ist letztlich bei den Bedürfnissen der Menschen im Umgang mit Geld. Wenn sich Banken wieder zurückfinden in der Rolle, dass sie finanzieren, was an Bedürfnissen in der Gesellschaft und bei den Menschen auftritt, dann ist das ein wesentlicher Grundstein, um zu seriösen Entscheidungen zu kommen über die Frage, wie geht das Bankgeschäft und in welchen Formen muss es stattfinden. Bei uns sind das in der Bank 5 Felder, die wir verfolgen. Und das sehen wir, wenn wir dann einen Schritt weitergehen, wo wir glauben, dass sich Banken in den Dienst einer gesellschaftlichen Entwicklung stellen können. Und wenn man sich in den Dienst einer gesellschaftlichen Entwicklung stellt, dann muss man vor allen Dingen das Ursache- und Wirkungsprinzip sich wieder angucken. Wenn wir die Branchentorte, so nennen auch wir die mittlerweile in der GLS-Bank, uns ansehen, bei der es die Branche gibt, Aktivitäten rund um Energie, rund um Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wohnen, dann leuchtet ziemlich schnell ein, dass das eigentlich die 5 Bedürfnisfelder sind, die sowohl eine Gesellschaft als auch der Einzelne hat. Die Frage ist nur, gehe ich damit so um, dass ich sage, oh, in einem der Bereiche, da kann man richtig Kohle verdienen, deswegen gründe ich eine Bank, die dort super investiert, um richtig Kohle zu verdienen. Also bei der regenerativen Energie könnte man ja so im Moment vorgehen. Oder bin ich als Bank aktiv, bewusst und höre, was die Menschen für Bedürfnisse haben rund um diese 5 Bereiche und entwickle für die Prosperität dieser 5 Bereiche, für die Zukunftsfähigkeit dieser 5 Bereiche, Möglichkeiten der Finanzierung, Möglichkeiten der Entwicklung, auch in kritischen Stadien, wenn die üblichen Investoren noch überhaupt nicht aufgelaufen sind. Und das ist unser Bild von Bank. Wir betrachten uns als ein Finanzintermediär, der schon per Satzung die Interessen von Geldeinlegern und Kreditnehmern zusammenbringt und das nicht, um irgendwelche Geldanlagen und Renditen zu maximieren, sondern um diesen Interessen zur Versorgung der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen. Und wir glauben, dass man das in diesen 5 Fällen tun kann. Wenn man das nicht macht, wenn man diese Bedürfnisse der Menschen nicht vor Augen hat, dann, glaube ich, werden die Menschen sich zumindest für das, was in unserem täglichen Alltag an Geldbedürfnissen sich abspielt, andere Lösungen suchen. Kommt zurück auf den Film am Anfang, dann werden die Menschen sich in Communities, wie das heute so neu heißt, in Gesellschaften, in Gruppen zusammenfinden und werden sagen, wir helfen uns irgendwie selber. Damit hat man noch überhaupt nicht die Probleme bei den wirklich großen Playern und bei den großen Logistik- und Bankunternehmen angefasst. Man hat aber sozusagen das nachbarschaftliche Banking, das kleine Banking für die Dinge, die wir alle uns gut vorstellen können, hat man dann auf diese Art und Weise weiterentwickelt. Und insofern möchte ich schließen mit dem Ausblick, dass wenn jetzt nach der Finanzkrise auf der einen Seite die Großen nicht wirklich kleiner gemacht werden, weil sie eigentlich ständig weiter wachsen, und die Kleinen aber vieles nicht leisten können, was eigentlich selbstverständlich vorausgesetzt wird, dann kann es gut sein, dass die Bankenlandschaft sich dadurch neu konstituiert, dass sie eben gerade bei den Kleinen ersetzt wird, dass gerade dort die Communities starten und Bankgeschäft quasi auf diesem virtuellen Wege machen und damit wir immer noch nicht den Schritt gegangen sind, dass wir bei den Großen wüssten, wie wir sie klein bekommen. Und das ist jetzt kein ganz optimistischer Ausblick, aber ich wollte das einfach mal als breites Spektrum öffnen, damit wir in dieser Diskussion, die sich, wenn man von den Banken spricht, immer nur um die Frage von Trennbanken und Risiken spricht, dass man sich auch einmal mit den Perspektiven der Gestaltungsanlässe auseinandersetzt. Und Gestaltungsanlässe kann jeder einbringen, wenn er beispielsweise in Banken aktiv ist, wo man aktiv sein kann. Genossenschaftsbanken sind ein Beispiel dafür. Dankeschön. Ja, die Länge des Vortrags erlaubt uns, viel mehr gemeinsam über diese Themen zu sprechen. Jetzt könnten wir Wortmeldungen entgegennehmen. Aber bevor das kommt, ich habe jetzt bei der Begrüßung mich zurückhalten wollen,
Ich kann zumindest für unsere Organisation sagen, dass wir innerhalb der letzten Monate, ich weiß nicht, ob es an dem Herrn Neukirch liegt oder an der GLS-Bank, das werden wir noch feststellen, wahrhaftige Partnerschaft erlebt in einer kritischen Situation. Und dafür sind wir sehr dankbar. Dankeschön, Herr Neukirch. Ich habe regional in Schleswig-Holstein die Tannenbass ins Leben gerufen. Wir kennen uns, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Meine Frage geht also dahin, welche Möglichkeiten sehen Sie als GLS-Bank, diese Initiativen zu unterstützen? Ich weiß, dass Sie das mit dem Chiemgauer gemacht haben und es sollte da ja auch ein Produkt gewissermaßen entwickelt werden. Steht da jetzt für andere Initiativen etwas zur Verfügung, auf das wir zurückgreifen können, oder müssen wir das alles mehr oder weniger selbst und ehrenamtlich tun, um dann nachher zu dem gleichen Ergebnis zu kommen? Das wäre die erste Frage. Dann habe ich, wir sind ja auch die GLS-Bank finanziert mit unserem kleinen Bauernhof, mit allen möglichen Initiativen. Da geht es also um die Frage des Zinses. Sie sind damals an der Zeit, als es darum ging, wer finanziert, in Konkurrenz getreten zur Kreissparkasse in Schleswig-Holstein. Und nach einer gewissen Verhandlung waren dann also bald auch gewisse Forderungen für zinslose Kredite zu erfüllen stand, wurde dann gesagt, na gut, der S-Bank macht das denn. Aber wir zahlen Zinsen. Und die Frage ist natürlich, die Frage nach dem Zins. Ne? Ist er notwendig, ist er nicht notwendig? Könnte GLS-Bank ohne die Zinsen auskommen und so weiter? Dankeschön. Ja, also ich fange mit der letzten Frage an. Wenn man Finanzintermediär richtig versteht, dann gibt man die Frage schlichtweg weiter. Ja? Also dann können wir lange darüber rätseln, ob wir einen bestimmten Anteil als Organisation, als Unternehmen benötigen von dem Zins, den wir als Ertrag bekommen. Aber auf der anderen Seite sind es letztlich die Einleger, die im Zweifel auch mit ihren Füßen darüber abstimmen, welche Erwartungen sie an Zins haben. Und die Erwartungen sind ja in diesen Zeiten nicht sehr hoch, aber so, dass sie bedient werden müssen. Das ist sicherlich so die eine Frage. Und helfen Sie mir gerade nochmal auf die Sprünge. Also ich habe jetzt so viel von GLS-Bank gehört bei Ihrer ersten Frage, wenn Sie gerade nochmal leben. Die Regiogelder. Ja. Also da die Frage zum jetzigen Zeitpunkt wundert mich insofern, weil wir tatsächlich vor 10 Jahren mit dem Chiemgauer beginnend einen Versuch gemacht haben. Ich war bei den verschiedenen Veranstaltungen der regionalen Initiativen, auch mit Margaret Kennedy und so weiter, dort. Und da haben wir mit dem Chiemgauer ein Modell entwickelt, dass wir sagen, auf der einen Seite ist der Chiemgauer sozusagen technikfähig. Also das heißt, man kann das, was die Menschen heute aus Bequemlichkeitsgesichtspunkten erwarten, dort auch erwarten, also so kartenmäßig damit umgehen. Aber auf der anderen Seite ist denn diese Übertragung ins Eurosystem. Also das heißt, kann man auf der Bankseite dann sozusagen die Übersetzung in den normalen Bankkreislauf für sich herstellen? Die ist sonst eine ganze Zeit lang begleitet worden mit Modellkonten, wo wir den Mitinitiativen der Regionalgeldkampagnen, also diejenigen, die akzeptieren, in ihrem Geschäft das Regionalgeld anzunehmen, solche Möglichkeiten angeboten haben. Und das sollte dem Zweck dienen, es möglicherweise zu vervielfältigen. Also damals war schon die Rede von 50 Initiativen bundesweit und daraus ist fast nichts geworden. Das heißt, schon die Unternehmen haben mit diesem Regionalgeld anders gearbeitet als prognostiziert. Das ist kaum gebraucht worden, diese Umwandlung, weil sie in ihrem Unternehmen im Grunde hingegangen sind und gesagt haben, wir gucken, der relativ überschaubare Anteil des Regionalgeldes, der bei uns über die Theke kommt, den benutzen wir selber wieder für bestimmte Einkäufe in der Region. Das heißt, dieses Umwandlungsprinzip, was man da ganz breit mit Hilfe zum Beispiel der GLS-Bank organisieren wollte, ist kaum notwendig geworden. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir relativ große Systeme bereitgehalten haben und sie nicht in Anspruch genommen haben.
Na, also das, was wir seinerzeit angeboten haben, war eine Logistik unentgeltlich. Also auch das. Aber das ist wirklich die Frage, die Akzeptanz stellen, die dafür quasi die Bedürfnisse hätten haben müssen. Die haben sich als solche anders verhalten und das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Vielleicht ist das sogar eine hilfreiche Erkenntnis für die Frage, wie kann man diesen Geldumlauf in der Region tatsächlich sichern. Das hat offensichtlich in dem Teil besser funktioniert als in der Welt. Hallo, Sie haben vorhin von kleine und große Banken geredet. Ab wann ist eine Bank groß? Also ich hatte die Hoffnung, dass meine Darstellung ein bisschen darauf hinwirken würde, dass Sie erkennen können, dass das nichts Absolutes ist. Ja? Das kann sowohl volkswirtschaftlich relevant sein, das wir haben es bei Kaupthing in Island gemerkt, ja? Wenn dann sozusagen bezogen auf eine Volkswirtschaft ein Institut viel zu groß geworden ist. Das kann aber bezogen auch auf die Aufgaben sein. Also wenn ich eine Bank bin für die Menschen in Regionen, für sogenannte Endverbraucher und Endkunden, dann kann das sein, dass ich relativ klein bleibe und trotzdem viele Kunden erreiche. Wenn ich eine Bank bin, die mit sehr großen Gesellschaften weltweit Geschäft finanzieren muss, dann muss ich sehr groß sein. Das ist in jedem Fall nicht absolut darstellbar. Und da liegt sicherlich auch schon ein Problem drin der politischen Verständigung, weil in der politischen Verständigung, und sei es auch nur später für die Kommunikation von Ergebnissen, gerne einzelne Zahlen als Schlaglichter auch benutzt würden. Das geht nicht wirklich. Katrin Latsch und würde gerne wissen, ich finde es sehr interessant, dass Sie gesagt haben, dass im Moment die kleinen Banken pleite gegangen sind in den USA und dass die großen Banken weiter gewachsen sind, entgegen dem, was die Politiker rhetorisch sich gewünscht haben. Wie werden die Banken und das System denn resilienter? Also meine Frage ist, wie werden wir krisenfester? Und ich finde es sehr erfreulich, dass die Genossenschaften im Moment wachsen. Und meine Frage ist auch, wie können wir diese enorm großen Banken-Oligopole auflösen, die mit ihrer großen Macht ja auch ganze Staaten erpressen können? Also das Stichwort Oligopole ist sicherlich ziemlich wesentlich für die Betrachtung. Also sich nochmal vor Augen zu führen, wie die Marktmechanismen laufen bei bestimmten Größenordnungen, wenn Märkte anders abgedeckt werden, als einfach nur über die Anzahl der Menschen, die erreicht werden. Das ist ja genau diese Wirkung, die über Kapitalbeträge dann zu ganz anderen Effekten führt, als über die Frage, wie viele Kunden sind bei der Bank. Ja, da fällt etwas auseinander. Und wir haben jetzt in den nächsten Tagen ja eine Konferenz der ganzen sozial-ökologisch orientierten Banken in Berlin auch. Also nicht als Gegenveranstaltung hierzu, sondern im Anschluss, wenn sie fertig sind, lade ich sie alle nach Berlin ein. Da geht es genau um die Frage und wir haben uns erlaubt, aus dem deutschen Bankensektor einmal einen Vertreter der Sparkassen, einen Vertreter der Genossenschaftsbanken einzuladen, um den anderen Banken, das sind ja alles befreundete Banken, die sozialökologische Prinzipien verfolgen aus anderen Ländern, die das kaum so kennen, wie wir das in Deutschland haben. Also das heißt, dass wir schon mal per se eine heterogene, dezentrale Bankenstruktur zumindest erstmal zur Verfügung haben. Wie weit dann einzelne dieser Banken wirklich eigene Entscheidungen treffen, wie weit diese Entscheidungen unglaublich uniform nach irgendwelchen Aufsichtsrechten sich ausrichten, das sei dahingestellt. Ja, ich bin da auch nicht zu euphorisch zu sagen, also 500 Sparkassen entscheiden sich immer 500 Mal komplett unterschiedlich oder 1200 Volksbanken machen das total unterschiedlich. Aber im Ansatz sich überhaupt nochmal zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, wenn Wirtschaftssubjekte ihren eigenen Entscheidungsmodus finden müssen, ihn begründen müssen und durchtragen müssen. Das ist sicherlich ganz, ganz wesentlich für die Frage, solche bestimmten Machtstrukturen aufzubrechen und sie wenigstens in einem bestimmten Teil des Geschäftes zur Geltung zu bringen. Also wir halten die Möglichkeiten, die im deutschen Bankensystem begründet liegen, für ziemlich gut, allerdings auch weiterzuentwickeln. Das ist die Frage, wie beispielsweise solche dezentralen Kleininstitute agieren, wenn sie mit großen Kunden weltweit unterwegs sind. Und da haben unsere Spitzeninstitute, das trifft für Landesbanken genauso zu wie für die genossenschaftlichen Spitzeninstitute, sich nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Sie haben es dann eigentlich sehr privatbankmäßig betrieben
und eben auch manches Mal ziemlich daneben gegriffen. Ja, Markus Fiedler, Herr Neukirch, mich bewegt die Frage, inwieweit ist die GLS-Bank an der Giralgeldschöpfung beteiligt? Und kurz gesagt, wenn ja, warum nicht? Sprich, haben Sie keine Möglichkeiten, kein Interesse oder schließen Sie das bewusst als Geschäftspolitik aus? Und dann, dort oben steht das Wort Zukunft drin. Wenn Sie Ihren Wunschtraum formulieren würden, wie sähe es in puncto Giralgeldschöpfung bei der GLS-Bank beispielsweise im Jahre 2016 aus? Das wäre meine Frage. Also mit der Frage nach 2016 machen Sie es mir leicht, da wird es nicht anders aussehen, was die Giralgeldschöpfung betrifft als heute. Zunächst mal, auch wenn das sozusagen bei dem Enthusiasmus, den wir in einer sozialökologischen Bank manchmal an den Tag legen, anders aussieht, aber wir sind Bestandteil des heute etablierten Geldsystems. Also auch bei uns wird ganz normal so Geld geschöpft, wie Sie es eben im Vortrag gehört haben. Das ist überhaupt nichts anderes. Und es ist institutionell, also in diesem Fall mikroökonomisch, nicht wirklich möglich, dass wir sagen, wir wollen eine Banklizenz haben, aber das, wie wir sozusagen im Kontext von EZB, Bundesbank und Bankenaufsicht umgehen, das machen wir nicht. Wir machen das sozusagen nur aus einer Vorbildbetrachtung. Das ist so nicht möglich. Sondern in dem Fall folgen die Institutionen einem beispielsweise gesellschaftlich-politischen Rahmen. Also wenn die Entwicklung dahin geht, und deswegen fand ich eben zum Schluss die Diskussion ganz interessant in den USA, also diese Currency-Betrachtung und die Backing-Betrachtung. Also wenn die Entwicklung Richtung Currency-Betrachtung geht, dann bin ich relativ zuversichtlich, ich bleibe jetzt im Konjunktiv, ginge die Bewegung dahin, dann würden beispielsweise auch solche Betrachtungsformen, also das heißt, wie tauschen wir uns als Gesellschaft bei der Frage unserer Bedürfnisse aus, dann würden die eine andere Fahrt aufnehmen. Also dann würde man in der Tat andere Modelle des Austausches von Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedigung dann entwickeln. Aber erst dann erfolgt die Institution nach den Rahmenbedingungen. Also habe ich das richtig verstanden, die S-Bank ist derzeit in irgendeinem gewissen Maße beteiligt an der Giralgeldschöpfung. Klar. Okay. Danke. Ich habe mal eine Frage, was ist Giralgeld? Ich würde jetzt ganz ungern, also ich habe das. Nee, ein Wort, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Also, wir haben hier im Vortrag vorher Professor Huber gehört. Er könnte ja mein Lehrer sein, sozusagen. Ich habe ja nur ein bisschen Diplomkaufmann studiert und habe so ein paar Semester Volkswirtschaft gemacht und habe dann für meine Bankausbildung eben so ein bisschen mich mit Giralgeld beschäftigt. Es geht nicht in ein Wort. Ja. Es tut mir leid. Vielleicht gibt es gleich sozusagen Dokumentationen über diese Vorträge, wo man das noch ein bisschen nachvollziehen kann. Denn das war im Vorbeitrag natürlich zentrales Thema und das kann ich nicht tun, wenn ich ehrlich bin. Bevor ich die nächste Frage zulasse, nehme ich das natürlich auf, Herr Neukirch. Sämtliche Vorträge, die hier aufgezeichnet werden, sind im Anschluss auch an diesen Vortrag hier zu erhalten. Man kann hier sich schon die DVD sichern. Die nächste Frage. Danke sehr, Konrad Richter. Ich möchte auf die Frage von vorher noch ein bisschen eingehen. Also sozusagen, wenn ich zu einem nachhaltigeren Bankensystem kommen will, ist natürlich das eine, dass ich den Genosektor irgendwie stärke oder den Kleinbankensektor stärke und das Ganze regulatorisch sozusagen voranbringe. Nehmen wir mal für den Moment an, ich wäre beim Regulator. Und nehmen wir mal für einen Moment an, ich sage, es gibt zwei Großbanken in Deutschland, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Wie würden Sie sagen, soll man die Macht bzw. den Einfluss dieser Großbanken limitieren? Und jetzt nur ein paar Beispiele, Erhöhung Eigenkapitalquote, insbesondere für große Institute, Abwicklungsplanung, anschließende Top-Down-Zerschlagung in verschiedene Geschäftsbereiche, eine Sondersteuer, was immer Ihnen dazu einfällt. Aber konkret, wie würde man sowas angehen? Also
errichtet. Da gibt es wirklich nur eine Richtung, wenn man will, dass es gelingt. Gibt es nur eine Richtung, die heißt massive Aufstockung des Eigenkapitals. Da hängen so viele andere Dinge automatisch dran. Daran hängt die relative Vorteilhaftigkeit dieses Investments. Also was erwarten dann beispielsweise Aktionäre, was können die dann noch erwarten? Daran hängt die Tragfähigkeit des Unternehmens, also welche Risiken dann können sie überwinden. Da hängt so vieles in der Folge dran, was man dann als Gesetzgeber gar nicht mehr beschreiben muss, dass das sicherlich ein sehr geeignetes Instrument ist, ohne dass man deswegen irgendwie Sondergesetz dort, Sondersteuer dort oder gerade, also ich sag mal, ein Gesetz gegen die Macht oder sowas. Das alles will man nicht brauchen, wenn man wirklich nennenswertem Umfang Eigenkapital einfordern würde. Was wir heute haben, sind zwar erhöhte Eigenkapitalanforderungen, aber diese Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen geht mit so unglaublich vielen Einzelfacetten einher, dass man also tausend Wege beschreiben muss, was ist dann wirklich hartes Eigenkapital, was nicht und in welchem Fall und für welches Unternehmen und so weiter. Viel zu kompliziert. Also das müsste sehr, sehr verschlankt werden und einfach eine größere Größenordnung bekommen. Mein Name ist Gunther Frieden. Sie haben uns ja eben die Mitgliederversammlung in Erinnerung gerufen, die einmal im Jahr stattfindet, und hier sitzen bestimmt eine ganze Menge Mitglieder Ihrer Bank. Und wäre diese Institution, hätte die die Befugnis, diese Frage, ob also insofern, also was hier ein bisschen im Raum schwebt, ist ja die Frage, muss die GLS-Bank so systemkonform agieren, obgleich sie so zukunftsweisend sein will und es ja auch ist in gewisser Hinsicht. Und gäbe es die Möglichkeit, über diese Mitgliederversammlung zu entscheiden, wir stellen unseren Mitgliedern, also ich bin jetzt keine Ökonomin, aber ist sowas möglich, einen zinsfreien Währungskreislauf zur Verfügung, sodass wir mit unseren Konten dort nicht Teil dieser Aufblähung der Geldmenge sein müssen. Also auch wenn so oder so ähnlich von unseren Mitgliedern immer wieder auch gefragt wird, also das ist, haben Sie völlig recht, also wenn ich auf verschiedene Veranstaltungen gehe, gibt es immer wieder mal solche und ähnliche Fragen. Könnte ich jetzt so antworten, dass ich sage, mir fehlt ein bisschen die Fantasie? Oder ich könnte in die Richtung gehen und sagen, warum wollen wir nicht sozusagen den evolutionären Weg gehen? Also evolutionär insofern, wenn wir hingehen und sagen, die Mitglieder sind vor allen Dingen die Vertreter des Eigenkapitals. Und insofern auch diejenigen, die zum Beispiel sagen, wir wollen unsere GLS-Bank mit richtig gut Eigenkapital ausstatten. Und dann wollen wir in einem nächsten Schritt noch deutlicher machen, wie die fünf Branchen, was wir da gesehen haben, wie die als sozusagen gesellschaftliche Hauptthemen in den Vordergrund gestellt werden. Dann nimmt sich die Bank, in ihrer besonderen Rolle relativ stark zurück und der Erfolg liegt dort, wo die Menschen ihn brauchen. Also was wir in den letzten 30 Jahren beobachtet haben, dass viel zu viel Bank zum Selbstzweck geworden ist. Also Bank als solches zum Selbstzweck, das Unternehmen zum Selbstzweck. Und dann haben sich Aktionäre angeschlossen und haben eben hier investiert mit ihrer Bank. Und dann haben die irgendwelche Investments auf irgendwelchen Kontinenten gemacht, weil das gerade der Hype war. Also wenn Banken erreichen können, im Zweifel mit ihren Mitgliedern, dass eine Bank gut ausgestattet ist, sich hochgradig thematisch aufstellt, also gesellschaftliche Wirklichkeit entfaltet und sich dadurch als Unternehmen herausnimmt aus dieser Bankbetrachtung, dann wäre aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel gewonnen. Also Ihre Antwort würde mich jetzt nicht gerade ermutigen, mein Geld vermehrt in die GLS-Bank zu stecken, weil dann logisch wäre doch dann eher zu sagen, gut, dann stärke ich Genossenschaften, die ganz direkt im Sinne des Kreislaufsystems wirken und eben nicht über den Aufbau von Geld. Ja, also
Genossenschaften direkt, das tun sie ja bei allen Genossenschaftsbanken. Ne? Klar. Ich möchte nochmal zur Kreditgeldschöpfung oder Giralgeldschöpfung nachfragen. Und da möchte ich fragen, welche Bedeutung hat dabei das Zentralbankgeld, die Fristentransformation und die Einlagen Ihrer Bankkunden? Also ich würde das Thema Fristentransformation aufgreifen, weil das wirklich vielleicht dann so eine Weiterführung dieses Themas ist, weil das tatsächlich sich in den Banken natürlich jeden Tag abspielt und ein Kerngegenstand dessen ist, wofür wir auch als Vorstände verantwortlich sind. Die Fristentransformation bewirkt ja, wenn nicht jedem jetzt dieser Begriff vielleicht geläufig ist, dass Banken grundsätzlich in der Lage sind, die kurzfristiger eingelegten Gelder auf der einen Seite der Bilanz, also wo das Geld zur Verfügung gestellt wird, umzuwandeln in langfristige Kredite. Sehr deutlich gesprochen, Sie alle hätten gerne irgendwie ein hohes Liquiditätsbewusstsein, möchten gerne Tagesgeld anlegen, damit Sie jederzeit drankommen. Ab einem bestimmten Umfang unseres Gesamtgeschäftes sind wir dann trotzdem in der Lage, Teile dieses Geldes für langfristige Kredite aufzunehmen. Das heißt, die Kreditnehmer, die gerne lange Zinssicherheit hätten, 5 Jahre oder 10 Jahre, die möchten eben nicht einen Kredit bekommen, wo morgen gesagt wird, ich gebe den wieder zurück. So. Deshalb gehört es zum Wesen der Banken, dass sie diese Fristentransformation zwischen dem kurzen und der langen Frist leisten. Das ist also ein Leistungsmerkmal. Und insofern wird aber auch natürlich das weiter unterstützt, was wir eben im Vortrag schon hörten. Also das heißt, wodurch entsteht eigentlich mehr Möglichkeit, Geld in den Kreislauf zu geben, als wenn man es nur unter diesem Gesichtspunkt der Liquidität betrachtet. Richtig ist aber, dass man das sehr, sehr schnell überstrapazieren kann. Also wir erleben das heute, dass in Bankbilanzen nicht selten 40-50% das Bedürfnis nach tagesfälligen Geldanlagen von den Einlegern zum Ausdruck kommt, sprich Gelder in dieser kurzen Form zur Verfügung stehen. Und das aber auf der Kreditnehmerseite, weil 100% der Kreditnehmer sagen, dass sie gerne das 10 Jahre lang sicher hätten, weil doch die Zinsen so niedrig sind. Und noch interessanter wird es, wenn sich das in derselben Person abspielt. Also wir als Bank haben ja schon die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen dem einen Interesse und dem anderen, wir versuchen das zu managen, aber Sie glauben nicht, wie oft ich in meinem Berufsleben diese beiden Haltungen in ein und derselben Person gefunden habe. Und ohne das, diesen Gesichtspunkt jetzt überzustrapazieren, weil ich weiß, dass Sie alle sich sehr viel beschäftigen mit der Frage des richtigen Umgangs mit Geld, aber es fängt tatsächlich eben auch echt bei uns selber an. Ich kann nicht auf irgendeiner Seite etwas erwarten, was ich in meinem eigenen Geschäftsgebaren überhaupt gar nicht für mich anwenden will. Wenn ich also ein überbordendes Sicherheitsgefühl dadurch zum Ausdruck bringen möchte, dass nur das Geld, was ich bei mir habe, am liebsten in Scheinen oder sowas, sicheres Geld ist und ich deshalb der Bank immer nur zu einem Tag überlasse, dann kann ich nicht erwarten, dass welche Bank auch immer, sozial, ökologisch oder sonst wie, in der Lage wäre, wirklich lange Zeit, über viele Jahre, ganz langfristige Kredite zu machen. Und die Bankenaufsicht schafft mittlerweile Rahmenbedingungen, die das auch ablösen werden, dieses Modell. Also wenn wir heute noch nennenswerte Teile aus dieser sehr liquiden Kundeneinlage für Kredite benutzen können, wird es im Zuge neuerer Liquiditätsermittlungen reduziert werden. Das heißt, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo Kunden zwar scheinbar noch den Wunsch erfüllt bekommen, dass sie Geld für Tagesgeld einsetzen und jeden Tag verfügen können, dass es aber von so wenig Interesse wird für die Banken, weil sie daraus keine Kredite machen können, dass es dann letztlich möglicherweise über den Preis geregelt wird, dass das Geld gar nicht mehr angenommen werden muss. Das wird sehr interessant sein zu beobachten, dass die gesetzlichen Maßnahmen dazu, diese Rahmenbedingungen für diese Liquiditätsneuorientierung, die werden ja innerhalb der nächsten wenigen Jahre eingeführt. Es wird sehr interessant sein zu beobachten, ob das tatsächlich einen Rückfluss hat auf Kundenverhalten. Wir haben lange Diskussionen mit der Bankenaufsicht darüber geführt,
wenn man diese Fristentransformation stärker einschränkt, also weniger zulassen will, dass dann eigentlich Risiken, die in einer Bank ausgeglichen werden, dann von den Menschen in der Volkswirtschaft unmittelbar ausgeglichen werden. Also wenn wir ihnen als Bank da nicht mehr helfen können für so ein Bedürfnis, dann werden sie es irgendwie untereinander machen. Damit ist das Risiko aber nicht weg. Das ist doch da. Es wird so zurückdelegiert in die Gesellschaft. Und ich bin sehr gespannt. Also da bin ich mehr in so einer Wahrnehmungsrolle. Ich möchte beobachten, was dann geschieht. Sowohl beim Bankenverhalten als auch beim Verhalten der Anleger. Ich hätte eine Verständnisfrage. Ich muss Ihnen nach meinem laienhaften Verständnis... Nach meinem laienhaften Verständnis muss Ihnen doch die Giralgeldschöpfung bei der Fristentransformierung höchstwahrscheinlich irgendwie zu Hilfe kommen. Die Gretchenfrage wäre für mich, wie viel Prozent des von Ihnen verliehenen Geldes sind erst bei Ihnen eingelegt worden und wie viel stammt aus Giralgeldschöpfung? Ich sage jetzt mal 50-50 oder ich kann mich ja hier dünnes Pulver nehmen. Also das, was wir als Kredit rausgeben, muss auf der Einlagenseite vorhanden sein. Also das ist auch ein schneller Irrtum, der passiert, wenn man sozusagen diese Giralgeldfrage sich anguckt. Also wir können kein anderes Geld unseren Kreditnehmern geben, als das Geld, was tatsächlich sozusagen bei uns angekommen ist. Auf welche Art und Weise auch immer. Das andere ist mehr die Frage, in welchem Umfang kann man aus dem Geld, das uns die Einleger geben, Kredite machen. Das richtet sich dann nach dem Eigenkapital. Und die Verhältnisse, die darin bestehen, die beflügeln dann sozusagen diesen Automatismus, der dann aus diesem Geld praktisch diese Giralgeldkurve macht. Das hat eben damit zu tun, dass man, wenn das Geld zu uns überwiesen wird, dann kommt das ja nicht, das sind ja keine Bareinzahlungen, ne? So. Sondern das sind ja Gelder, die woanders möglicherweise schon geschöpft wurden und so weiter. Das ist eine ganze Spirale, die fängt nicht bei uns an und hört bei uns nicht auf. Johannes Paul, mein Name. Ich würde interessieren, gibt es eine Tendenz zu den großen gesellschaftlichen Debatten, wie es zum Beispiel Herr Herrhausen gemacht hat, im Schuldenschnitt oder der Frage Nordeuro, D-Mark und so weiter, da Stellung zu beziehen? Also, oder bleibt man lieber unpolitisch bewusst um, ja, es fühlt sich wirklich jemand interessiert, gibt es da eine Tendenz? Sie meinen jetzt bei uns im Hause? Ja, genau. Ich glaube nicht wirklich, dass das, was wir machen, unpolitisch ist. Ist ganz bestimmt nicht parteipolitisch. Also insofern ist das vielleicht ein Beitrag dazu, wir haben das eben im Vorbeitrag ja auch schon gehört, also geht es darum, dass wir, wenn wir Anregungen haben für eine Weiterentwicklung im Bankensektor, dass wir das meinen, sozusagen über parteipolitische Orientierung zu machen oder über Themenorientierung. Also zunächst mal stehen wir für ein Thema. Also für diese intermediären Rolle des Finanzdienstleisters einerseits, für die Transparenz, mit der unsere Einleger sehen können, wohin die Kredite gehen, und diese Transparenz als ein Mittel zum Zweck, um klarzumachen, dass wir eine bestimmte gesellschaftliche Verwendung für sinnvoll halten. Und wenn wir sagen, unsere gesellschaftliche Verwendung, die wir präferieren, Bildung, Ernährung, Energie, dann sind das aus meiner Sicht hochpolitische Statements. Ja? Also wir haben nicht den ersten Windkraftfonds aufgelegt, als es schon ein EEG gab. Also wir haben Windrad schon finanziert, da war noch gar keine Vorstellung davon, ob das vielleicht mal später einen gesetzlichen Rahmen haben will. Und das verstehen wir im Übrigen unter zukunftsweisend. Und das ist dann manchmal sogar relativ unpolitisch, weil auch in gewisser Weise nicht so spektakulär. Wir fangen an mit kleinen Bewegungen und dann will möglicherweise später was daraus. Und das, wenn wir mal jetzt weggehen von so einem populären Thema wie der Energiewende, wenn man in den sozialen Bereich guckt, also viele gemeinwirtschaftliche oder gemeinnützige Aktivitäten, da haben Sie dort das gleiche Phänomen. Als wir uns gefragt haben, wie muss eigentlich eine freie Schule finanziert werden, also was kann man im Bildungssektor unternehmen, da war das noch was relativ Seltenes. Je etablierter diese Organisationen für sich selber werden, umso mehr kommen dann andere Banken und sagen, wir haben es jetzt verstanden, wir können auch Geld hingeben. Also es geht eigentlich mehr darum, dass man, wenn man diese Intermediärrolle hat, dass man sie sehr aufmerksam macht für gesellschaftliche Entwicklung. Also das heißt, dass wir
praktisch sehr sensibel bleiben, mitzubekommen, was ist heute dran für morgen. Und ich dann immer gucken, was war gestern dran und hätte heute erledigt sein sollen. Nochmal Katrin Latsch, ich würde gerne wissen, wie wir aus dieser Erpressungssituation rauskommen können, dass eben große Banken den Staat erpressen können. Deshalb meine Frage, welche Banken oder welche Teile von Banken sind unbedingt notwendig, um die Realwirtschaft am Laufen zu halten? Das ist ein Teil, den ich tatsächlich in meinen Ausführungen komplett ausgespart habe. Der ist aber in der Tat sehr wichtig. Also wenn man sich anguckt, was für die realwirtschaftliche Versorgung notwendig ist, dann geht es eben darüber, dass man die Investitionstätigkeit in einer Volkswirtschaft finanziert, dass man die Produktivitätsfortschritte finanzieren kann und alle diese Dinge. Und das ist jetzt ganz was anderes als die Modelle, die gefahren werden, dass Banken sich gegenseitig finanzieren und aus irgendeiner ansonsten nicht zu brauchenden Liquidität noch irgendetwas machen. Also insofern müsste man allerdings auch dort realwirtschaftlich zurückrechnen. Also so ähnlich, wie es ja bei Inflationsbetrachtungen gemacht wird. Also haben wir einen tatsächlichen Wertfortschritt in unserer Volkswirtschaft? Also was leisten wir Stück für Stück aus realwirtschaftlichen Aktivitäten? Und wie viel Investitionsvolumen ist dafür notwendig? Also wenn man so rum ranginge, dann würde man sichtbar machen können, wie groß die Blasen sind, die damit nichts zu tun haben. Da ich nicht sehr zuversichtlich bin, dass es auf der einen Seite zu echten Verboten einzelner Aktivitäten kommt, das könnte man sich aber bei bestimmten Derivaten sehr gut vorstellen, und da ich nicht sehr zuversichtlich bin, dass man das praktisch dann auch noch Banktyp entsprechend unterschiedlich regelt, würde ich nach wie vor mal dabei bleiben, der Hebel wäre Eigenkapital. Also wenn für alle Aktivitäten, die ich habe, das Eigenkapital erhöht wird, dann wird eine ganze Menge Automatismus eintreten, um sich zu fokussieren auf realwirtschaftliche Entwicklung. Sie haben ja eben mit Nachdruck gesagt, dass Sie auch Giralgeld schöpfen. Wie hoch ist denn bei Ihnen die Eigenkapitalquote? Es gibt ja zwei Zahlen, die man da nennen muss, also einmal bezogen aufs Kreditvolumen und einmal bezogen auf die Bank als Ganzes. Bezogen aufs Kreditvolumen haben wir knapp 14% Eigenkapital, bezogen auf die Bankbilanz haben wir knapp 6% Eigenkapital. Sind jetzt RBA-Zahlen oder sind das Bilanzsummenzahlen? Das sind jetzt risikoaktiver, gegenüber denen die Prozentsätze sind? Ja, die erste Zahl, also diese 14%, das ist dieser sogenannte Solvabilitätskoeffizient. Das ist das, was man auch der Bankenaufsicht regelmäßig zu melden hat, wo die Eigenkapitalpositionen ins Verhältnis gesetzt werden zu risikoaktiver. Im Wesentlichen bei uns Kreditgeschäft. Und die andere Zahl ist etwas profaner, das ist das ganze Eigenkapital genommen und an der Größe der Gesamtbilanz gemessen. Ja, ich erkenne keine Meldung mehr und kann nur sagen, Dankeschön, Herr Neukirch, dass Sie zu uns nach Köthen gekommen haben und sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu diskutieren. Dankeschön. Ja.